Tja, moin Freunde, was geht? Hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Startenblock von mir. Jetzt geht's ab nach Dresden. Ich werde mir dort ein Drittligaspiel anschauen. Mal gucken, wie die dritte Liga drauf ist. Mal gucken, wie die Fans drauf sind. Heute spielt Dynamo Dresden versus Waldhof Mannheim. Ein paar Kumpels von mir meinten, Dynamo Dresden hat richtig krasse Fans. Habe mir ein paar Highlights auf YouTube angeschaut und ich dachte mir, heilige Maria, Alter, was für eine Power. Und heute werde ich sie live erleben und sie mit euch teilen. Ein Kaffee und ein paar Snacks auch am Start. Mein Zug ist auch da. Dresden, ich komme. Kompletter Zug fast leer. Naja, klar, es ist auch 6 Uhr morgens an einem Samstag. Und schaut mal, der Zug hält in Mannheim an. Und Dresden spielt gegen Mannheim. Das heißt, die ganzen Fans werden einsteigen. Dritte Liga verfolge ich echt null. Aber werfen wir mal kurz einen Blick auf die Tabelle. Dresden 6. Mannheim 7. Nicht schlecht. Aufstiegsrelegation. Die beide können es schaffen, wenn sie immer nur gewinnen. Weil Freiburg darf ja nicht aufsteigen. Bei zweiter Mannschaft. Klar, logisch. Ja, wird geil. Wird ein geiles Spiel. Wow, was für schöne Aufnahmen. Das sieht echt sexy aus. Die Sonne geht hinterm Berg auf. Umgestiegen Frankfurt nach Dresden. Jetzt bin ich mit C. André C. Was sind das für Sitze? Ah, krass. Das ist ja voll bequem. Guck mal meine Beinfreiheit an. Also, das hier. Oh, das ist ja, das ist 2. Klasse. Ja, krass. Geil. So, jetzt entspannt 4 Stunden nach Dresden. Dresden, was geht? Schaut euch das an, wie viele Polizeiautos hinter mir sind. Und es ist nur ein Drittligaspiel. Alter, das ist krass. Da vorne stehen auch noch ein paar Autos. Hey, das ist crazy, Alter. Da hinten. Wow. Das ist der Bahnhof und gleich da hinten Stadtmitte. Let's go. Seht ihr diesen Regenbogen auch? Wahnsinn, geil. Oha. Oh, herrlich. Straßenmusiker. Und Dresden, das hier sieht echt alles sauber und modern aus. Schaut euch das an, alles sauber und modern. Hier gibt es sogar ein sehr großes Einkaufszentrum. Mal kurz nur einen Blick reinwerfen. Boah, schon riesig, Mann. Das ist schon riesig. Boah. Ich glaube, das hier ist eine fußballverrückte Stadt, weil wirklich an jeder Stange sowas. Sticker überall. Dynamo Süd. Der ist gut. Und hier noch mehr Stickers. Ich glaube, da hinten war das moderne Dresden. Das hier ist das wahre Dresden. Und ich glaube, ich werde jetzt mit dem E-Scooter durch die Stadt fahren. Okay, lass uns cruisen. Ja, ich habe das wahre Dresden gefunden. Wow, wo bin ich denn auf einmal? Boah, leck mich doch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das hinter mir war noch nicht alles. Seht, schaut nur. Du kannst hier unten ganz entspannt am Ufer entlang laufen. Dresden, Digga, wow. Stimmt, es gab hier einen Fanmarsch hier in Dresden. Dresden ist ja 70 Jahre alt geworden. Und in der Zeit saß ich im Zug drinne. Aber ein Kollege von mir war vor Ort. Ich kann es mal einblenden, wie das aussah. Schaut euch nur diese Architektur an. Das ist der Wahnsinn. Kutsche. Geil. Und es hört nicht auf mit der Architektur. Wahnsinn. Unglaublich. Und schaut euch den Himmel an. Dresden hat einen Vibe. Warum? Seht euch das an. Ein fetter Panther hinter mir. Der lebt wirklich schön, oder? Das ist die Frauenkirche. Und diese Umgebung. Magnifik. Viel Spaß damit, viel Zeit, wirklich. So ein geiles Teil. Und das ist die Straßenbahn von Dresden. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von dieser Stadt.
Ich fahre wieder 30 Sekunden mit E-Scooter rum und plötzlich schau dir meine Umgebung an. Wieder was ganz Feines. Wahnsinn, ne? Wunderschön. Jetzt hier noch schnell eine neapolitanische Pizza snacken und dann heißt es Spieltag, Baby. Auf ein geiles Fußballspiel. Wirklich so gut, Mann. Die Pizza hat mir echt gefallen. So, ich würde sagen, ab ins Stadion mit dem E-Scooter. Stadion, ich komme. Wow. Voll. Hier sieht man die Choreo schon besser. Dynamo Dresden, 70 Jahre. Ich kann immer und immer wieder sagen, an jeder Ecke steht ein historisches Gebäude. Licht am Fahrrad, Dynamo, Dynamo. Da sind schon die Fans. Ich bin auf dem richtigen Weg. Yeah. Hier ist irgendein Turm und gleich vor mir ist das Schmuckkästchen. Dynamo Dresden Stadion. Dynamo Dresden. Here we go. Here we go. Choreo anscheinend. 70 Jahre Dynamo Dresden. Geil. Mein erster Eindruck, ist hier jeder ein Trikot, gelbes Trikot, ich habe auch fast erkrankt, Gott sei Dank, boah, aber wirklich jeder hat ein Trikot, 70 Jahre Dresden, da ist der Ultra-Block, geil, ich freue mich. Mein Platz für heute, fast in der Mitte, da ist der Ultra-Block, da vorne der Gäste-Block, wow, ein sehr, sehr geiles Stadion. Der Gästeblock schreit Scheiß Dynamo, das ist Selbstmord. Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Wow! Das Logo von Dresden, 70 Jahre Dynamo. Der Stolz von Dresden! Gänsehaut! In dem Sinne auf ein geiles, unterhaltsames Fußballspiel! Thank you.
1-0 Mannheim. Und er provoziert die Fans noch, indem er sagt, ich höre euch nicht. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Der nächste Block hat Spaß. So viel Leidenschaft, so viel Energie, alles dabei. Die 17. Spielminute. Mannheim ist besser im Spiel drinnen. Dresden hatte nicht mal einen Schuss aufs Tor. Mannheim-Trainer und Dynamo-Spieler. Beef. Buh! 1-1. 30. Minute. Jawohl. Freiheit für alle Dynamo-Fans. ACAB. Mannheim hat fast das Eigentor geschossen. Dritte Liga. Wahnsinn. Unglaublich. Einfach unglaublich. Dresden wird mit der Zeit besser und besser. Es wird kein Elfer gegeben. Selbst ich habe gesehen von hier, dass es faul war. Boah. Jetzt ist Halbzeit. 1-1. Wow. Was für ein hitziges Spiel. Wahnsinn. Und die Fans, die liefern ab. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. In dem Sinne, viel Spaß. Die zweite Hälfte hat gerade begonnen. Hier wird eine neue Choreo aufgebaut. Aufpassung! Es fängt sehr gut an. Hat gewusst, dass das... Vor 70 Jahren von Gott geschaffen, um die Fahne für Dresden hochzuhalten. Sie sind weiß angezogen. Ich bin sehr gespannt, was sie machen.
zu heftig. Ihr seid zu heftig und ihr wisst das. Sprachlos. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Unglaublich, was ihr da abreißt. Unglaublich einfach. Boah, ist so geil. Frag mich, was die Choreo gekostet hat. Bestimmt 45.000 Euro. Also. Das ist heftig, ehrlich. Heute Abend weiß ganz Deutschland Bescheid, was sie gemacht haben. Ich genieße jede Minute hier. 29.000 Zuschauer sind hier. Boah, fast wäre das das Traumtor gewesen von Mannheim. Latte und hat der Torwart noch gehalten. Boah. Mannheim ist besser im Spiel drinne. Dresden hat irgendwie gefühlt nachgelassen. Super spannend. Noch 10 Minuten zu spielen. Und dann ist der Ball. Dynamo! Nicht schlecht. Das ist so richtiges Fußball. Glück für Dresden. Dresden zittert noch ungefähr
3 Minuten Nachspielzeit, glaube ich. Dann ist vorbei. 5 Minuten Nachspielzeit. 5 Minuten muss Dresden noch aushalten. Und dann Heimsieg. Dresden zittert. Jeder steht. Jeder. Ein geiles Erlebnis. Wahnsinn. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wieder sehen. Ciao. Ich hab das vom K-Block genommen. Richtig geil. Nehme ich jetzt mit nach Hause mit. Als Erinnerung, weil ich das so gefeiert habe. So, ey, richtig geil, ne? So, jetzt offiziell. Ciao.